Hallo ihr Lieben, ich bin's, der Creepy-König. Heute mal mehr oder weniger nicht in eigener Sache da, sondern ich reviewe einen Film für meinen guten Freund, den Oliver Leder vom Kanal Lederchens Gruselkiste. Schaltet ruhig mal rein bei ihm, ne, es lohnt sich. Habe seinen Kanal auch verlinkt in der Beschreibung. So, und zwar reviewe ich heute einen Horrorfilm, wer hätte es gedacht. Und zwar Die Fliege 2. Das ist die Fortsetzung vom Film Die Fliege mit Jeff Goldblum und Gina Davis in den Hauptrollen, den Oliver ja schon mal reviewed hatte auf seinem Kanal. Regie geführt hat bei dem Film Chris Wallace. Das war der Mensch, der für den ersten Teil auch die Spezialeffekte gemacht hatte. Beim zweiten Teil hat er eben Regie geführt. Hauptdarsteller des Films sind Eric Stoltz, auch bekannt aus Pulp Fiction beispielsweise, da hat er diesen Drogentypen da gespielt. Und Daphne Zuniga, die ist auch bekannt von Spaceballs beispielsweise. Sie spielt in dem Film Beth Logan, glaube ich, war der Name. Eric Stoltz spielt Martin Brundle, das ist der Sohn von Seth Brundle, also von Jeff Goldblum aus dem ersten Teil. Produzenten waren bei dem Film Mel Brooks, auch bekannt aus Spaceballs beispielsweise. Und Stephen Charles Jeffy. Die Handlung ist folgendermaßen. Die Mutter von Martin Brundle, also Veronica, ne, die Frau aus dem ersten Teil, die noch von Gina Davis gespielt wurde, die leider beim zweiten Teil nicht mehr mitspielt, stirbt bei einer sehr schweren Geburt. Ne, also bei der Geburt ihres Sohnes, den sie eigentlich abtreiben wollte, aber es dann wohl gelassen hat. Aus Liebe zu ihrem verstorbenen Freund Seth Brundle. Das Baby kommt, wie gesagt, auf eine sehr schwere Art und Weise zur Welt. Es wird in einem Kokon geboren, aus dem die Ärzte es rausschneiden, was allein schon sehr eklig anzusehen ist. Wo wächst der Junge auf? Er wächst natürlich nicht in einer normalen Umgebung auf, aufgrund seiner besonderen genetischen Voraussetzungen, sondern in einem riesigen Laborkomplex, also ein Komplex von Bartok Science Industries. Der Chef Bartok, der auch im ersten Teil schon mal erwähnt wurde, wird sein Ziehvater. Also er wird für ihn eine Art Vaterfigur. Und am Anfang sieht der Junge ganz normal aus. Also mit einigen Unterschieden. Er schläft nie. Er wird sehr schnell groß. Das heißt, im Alter von 5 Jahren sieht er schon aus wie ein 20-Jähriger. Und er weist spezielle Eigenschaften auf, wie sehr starke Lernfähigkeit, ein hohes Maß an Intelligenz, also er ist im Alter von 5 Jahren bereits ein Genie. Bartok, gespielt von Lee Richardson, der auch bekannt ist aus Brubaker beispielsweise, erzählt ihm natürlich nichts von seinem Vater, also wie er gestorben ist. Er sagt nur, dass er unberechenbar war und er bittet ihn, ihm zu helfen bei den Teleportern. Also der Teleportationsmaschine aus dem ersten Teil, deren Programm anscheinend teilweise gelöscht wurde, weswegen sie nur Gegenstände teleportieren können, aber keine Lebewesen, da die sonst, in nicht so schöne Art und Weise wieder rauskommen beim anderen Teleporter. Ja, das macht er auch, er findet auch raus, wie man Lebewesen teleportieren kann. Während er das macht, trifft er eine Angestellte von Bartok Science Industries, nämlich Beth, gespielt von Daphne Zuniga, in die Martin sich Hals über Kopf verliebt. Als das passiert und sie auch die erste Nacht miteinander verbracht haben, findet er plötzlich Veränderungen an seinem Körper. Beispielsweise läuft ihm ekelhafter Schleim aus seinem Arm und sein Gesicht beginnt langsam zu mutieren. Als das auffällt und auch die Ärzte es bemerken, wollen sie ihn abschotten von Beth, damit seine Verwandlung eben stattfinden kann und sie ihn dann für ihren Zwecke nutzen können. Das passiert aber nicht. Martin flieht und sucht Beth auf ihrem Hausboot, die daraufhin furchtbar verängstigt ist, aber gemeinsam laufen sie weg und suchen den Ex-Freund von seiner Mutter auf, Stasis Borns, nach wie vor gespielt von John Getz, der ihnen aber auch nicht wirklich weiterhelfen kann. Daraufhin werden sie gefunden. Martin ist bereits in seinem Kokon gefangen, also er verpuppt sich, bevor er zur Fliege wird, bevor die Ärzte ihn wieder zurückholen ins Labor, damit er sich dort eben verwandeln kann. Ja, im Labor, nachdem die Leute ihn gefunden haben, bringen sie ihn, wie gesagt, ins Labor zurück, wo dann schließlich auch seine Metamorphose beginnt, auf sehr eklige Art und Weise. Also er puppt sich zuerst
bevor er dann sich schließlich in ein riesiges Fliegenmonster verwandelt. Wie sein Vater im ersten Teil. So, Martin macht, eine Art Amoklauf, um sich an den Leuten zu rächen, die auch unter anderem seinen Hund auf dem Gewissen haben. Schafft Martin es, wieder ein Mensch zu werden? Was passiert mit Bartok? Kommen Martin und Beth am Ende noch glücklich zusammen? Das verrate ich an dieser Stelle nicht. Es soll sich für euch natürlich auch noch lohnen, den Film anzugucken. Das ist klar. Ja, was ist meine Meinung von dem Film? Es ist eine mehr als würdige Fortsetzung. Nicht so gut wie der erste Teil. Der erste Teil ist ein absoluter Lieblingshorrorfilm seit meiner frühesten Kindheit. Da er mich damals auch total verstört hat. Jeff Goldblum war ein genialer Schauspieler, mein absoluter Lieblingsschauspieler. Aber Eric Stoltz spielt seine Rolle auch gut, hat auch psychotische Ansätze. Er sollte, glaube ich, auch mal dem Marty McFly in Zurück in die Zukunft spielen. Da wurden auch schon ein paar Szenen gedreht, aber dann wurde gemeint, dass er ihn zu dramatisch spielt, weswegen er von Michael J. Fox ersetzt wurde, was sein Glück war. Ja, schauspielerisch ist es von allen gut gemacht. Bartok spielt einen, ich will nicht zu viel spoilern eben, aber er spielt einen sehr vielseitigen Charakter, der auf den ersten Blick, eine Vaterfigur ist, aber seht selbst eben, ne? Das Fliegenmonster fand ich im zweiten Teil sogar besser gemacht. Die Optik eben, weil zum ersten Teil, da sah es ja nur so ein bisschen alienmäßig aus, aber im zweiten Teil sieht es wirklich aus wie ein Monsterinsekt. Das Make-up fand ich im ersten Teil wiederum besser, wurde auch mit einem Oscar belohnt. Im zweiten Teil, sieht es nicht so doll aus, finde ich. Es sieht mehr aus wie ein alter Mann am Anfang, aber nun gut. Ja, es sind hammerharte Szenen dabei. Man muss den Film auch ungeschnitten gucken. Also den ersten Teil kann man auch geschnitten gucken. Aber der zweite Teil, der muss ungeschnitten sein, ja. Gut, es sind Tierszenen dabei. Ein Tier stirbt doch, ich will jetzt nicht verraten, wie. Aber vielleicht soll es auch zum Nachdenken anregen, ich weiß es nicht. Welche Szene ich echt zum Kotzen fand, sag ich jetzt mal. Das war die Szene mit dem Country-Song. Als Martin und Beth sich näher kommen. Das hätte man sich sparen können, die Szene. Es gibt auch Parallelen zum Original. Der Fluch der Fliege, auch mit Vincent Price, aber da finde ich den zweiten Teil dann doch besser, wobei es auch Parallelen gibt, eben auch genau, besonders was das Ende betrifft. Ja, ich finde es besser als das Original, wie gesagt. Ja, was ist meine Bewertung von dem Film, das kann ich offen sagen. Ich gebe dem Film Die Fliege 2 8 von 10 Punkten, weil es wirklich ein Horrorfilm ist. Man kann die beiden Filme auch nicht so miteinander vergleichen, finde ich, weil im ersten Teil ist so viel drin. Es ist ein Drama, es ist ein Horrorfilm, es geht ums Altwerden, es ist auch sozialkritisch. Der zweite Teil ist einfach wirklich ein hammerharter Horrorfilm. Also wie gesagt, 8 von 10 Punkten, ein wirklich kurzweiliger, hammerharter Horrorfilm. Die ungeschnittene Version ist, glaube ich, auch immer noch ab 18. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch aktuell ist. Ja, das soll es schon gewesen sein. Vielen Dank, liebe Freunde. Hinterlasst dem Olli viele, viele, viele Abos und Likes. Und ich werde diese Review auf meinem Kanal noch hochladen, obwohl ich sonst Creepypastas mache, aber was soll's. Sehen mal was anderes. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt ruhig dem Olli in die Kommentare. Und hinterlasst ihm, wie gesagt, viele Likes und Abos. Gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.